Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play Sims 4. Ja, Simon freut sich auch. Das guckst du gerade, Sportkanal. Und Simon soll es euch auch ein bisschen drehen. So der erste Gedanke auf jeden Fall. Er hat ja, wo wir damals ins Apartment eingezogen sind, war ja die Idee, Mensch, wir machen mal eine Staffelei. Und dann kann er ja bei der Mark ein bisschen zeichnen, kann sich ein bisschen Simons dazu verdienen. Hallo, guten Tag. Schon lange nicht mehr gesehen, ne? Schon gefühlt in der Woche schon wieder her, ne? Naja. Fabian, wie geht's dir? Soweit auch ganz gut, so wie es aussieht. Möchte auch einen Klopf-Klopf-Witz erzählt bekommen oder möchte erzählen? Möchte erzählen, naja. Dann erzähl mal. Wir hören dir alle gespannt zu. Schönig glaube Arbe. Feine Spino. Hefte me kiss it. Einfach Klopf-Klopf-Witz überredet oder was? Nisa Buna. Kein Fußball? Nee, muss ja auch nicht spielen. Auf jeden Fall hatten wir ja die Staffelei und dann war ja so der Gedanke, ja, da kann ich ein bisschen Simoleons dazu verdienen. Nebenbei auch ein bisschen Ruhm ernten, den ich dann vorzeitig mal ausgestellt hatte, aber ich habe ihn jetzt wieder aktiviert. Und vielleicht auch die Idee, dass er vielleicht später so ein kleines Lädchen, irgendwie so ein gemütliches, schnuckiges Lädchen hat, wo er dann seine Staffeleien oder Gemälde, also gesagt, verkaufen kann. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Auf jeden Fall möchte ich eine Staffelei uns jetzt noch besorgen. Aber ich glaube, unsere, die wir im Apartment hatten, die dürfte eigentlich nicht mehr da sein, oder? Wir scrollen einmal durch. Ich glaube, wir haben das ganze Möbeljahr von Apartment mitgenommen. Das ist komplett leer geräumt. Ich habe da durch Zufall mal hingeguckt. Und ja, was soll man sagen? Das Apartment sah sehr leer aus, aber na gut, kann man bestimmt irgendwie wieder automatisch oder einrichten bzw. nochmal neu runterladen. Das dürfte das kleinste Problem sein. Staffelei von Künstler und Pech. Welche Farbe möchtest du denn? Was passt denn hier eigentlich dazu? Wir stellen es erstmal hin. Ja, genau. Machen es gleich wieder weg. Die Idee war, es vielleicht hier hinzustellen. Und dann gucken wir mal farbtechnisch, was passt dann da. Oh, hier so, ne? Ein bisschen mit Farbklecksen da drinne. Perfekt. Und dann hoffe ich mal, dass Simon sich dann wieder ein bisschen austoben kann und ein paar neue Bilder malen kann. Wird. Genau. Ah, guck mal, wer da hinten kommt mit dem Bällchen. Hat vielleicht jemand Lust, Bällchen zu spielen? Nee, also du machst selten sauber, oder was? Oh, wir kriegen Besuch. Guten Tag, guten Tag. Mizuki Watanabe. Kennt irgendjemand Mizuki? Ah, Tatsache. Okay, alles klar. Hi, Aura. Könnt ruhig reinkommen. Über Regen beschweren, ne? Ja, kommt ruhig rein. Ach da. Kommt ruhig rein. Fresschen ist auch aufgefüllt. Perfekt. Müssen wir gerade eben gucken. Nee, ich dachte erst Arbeitskollegin, aber scheint wohl Hayao in der Zeit irgendwie so kennengelernt zu haben. Was macht ihr? Geschichte erzählen? Wo möchte er denn hin? Ich habe immer noch das Bällchen hier. Mag nicht irgendjemand ein Bällchen mit mir spielen? Steht ein bisschen da mit dem Bällchen unter das Sofa. Hast du aber gut gemacht, ne? Ja, kannst du mal mit ihm ein bisschen reden? Über das Bällen beschweren? Nein. Was ist los? Ach, wie sauber das hier ist, ne? Ja, ja. Spielzeug mitgenommen, erstmal rausgegangen. Ja, man kann ruhig draußen spielen. Gefühlvoll spielen. Naja, dramatische Geschichte anhören. Jetzt kann er mal reinkommen, ne? Was ist denn jetzt mit Keks? Wie geht's ihm denn? Mag ein bisschen spielen. Vielleicht. Ja, nicht reden. Wir können ja ein bisschen Ball spielen hier. Adaptieren üben mit Keks. Bin mal gespannt, wo der Ball hingeht. Was ist da hinten los? Fabian ein Klötzchen spielen, okay. Simon ist mehr so heute in gesprächiger Stimmung, habe ich so das Gefühl. Aber da haben sie ja zwei gefunden hier drüben, ne? Gemeinsam spielen, ja, das macht Spaß. Das ist die ganze Zeit am Gefühl voll spielen. Ist auch ein schönes Bild hier.
Moment. Bleibt mal so. Dankeschön. Hauptsache das Spielzeug ins Gesicht gehauen, ne? So glücklich siehst du gar nicht aus, ne? Das Schneefest hat begonnen. Da müssen wir auch mal eigentlich hin, ne? Aber heute ist der Plan ein anderer. Wobei, Schneefest könnten wir ruhig mal machen, ne? Aber okay, wir gucken erstmal hier. Ah ja, den Ball in die Küche geworfen, ja genau. Denn, mein Sohn hat mir eine kleine, nette Familie erstellt. Vielen Dank nochmal dafür. Die wollte ich dann heute mit euch mal zusammen besuchen. Euch ein bisschen vorstellen und vielleicht entsteht ja daraus auch eine kleine Freundschaft mit der Familie. Und Simon und Hayao, Fabian und Keks haben dann ein paar, ja, nette neue, nicht Nachbarn, aber Sims kennengelernt, die dann vielleicht öfters mal vorbeikommen oder anrufen oder wieder dahin gehen. Und auf jeden Fall werde ich dann von meinem Sohn noch den YouTube-Kanal und die Origin-ID einmal verlinken, damit ihr da einfach mal ein nettes Feedback dalassen könnt, beziehungsweise, wenn ihr dann mögt, euch die Familie auch runterladen könnt oder mal gucken könnt, was euch da so alles gefällt. Und ja, da gibt es ja so viel zu sehen. Und ja, würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr mal vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, wenn er dann gleich nochmal das Bällchen geworfen hat, besuchen wir diese dann mal. Ja, los, noch einmal. Aber macht er gut, der Keks, ne? Hat er schon ordentlich gelernt. Ja? Solltest du vielleicht auch mal was anderes anziehen, Simon? Alle, hopp. Immer in diese Ecke, ne? Da schon irgendwie schmutzig. Ne? Tatsache. Macht er gut. Okay, dann würde ich sagen, wie geht's Fabian? Vielleicht nochmal auf Toilette? Ja, das ist, glaube ich, besser. Du kannst auch nochmal aufs Pöttchen gehen hier. Um Töpfchenhilfe bitten. Ja, das kannst du dann gleich bei Hayao mal machen. Der kann ja noch ein bisschen spielen. Da freut sich Keks auch. Was ist mit dir denn los? Er hört sich voll begeistert an. Schmutzige Umgebung. Wieso? Ach hier, weil da hinten noch Schmutz liegt. Ja, dann wirf die mal eben weg. Das eben mal wegwerfen und dann kannst du auch noch auf Toilette gehen. Ja, irgendwann kriegst du es auch hin, Fabian, wenn du mal das ein oder andere Mal dann Töpfchenhilfe bekommen hast. So, ich glaube, jetzt müsste er ja auch dann langsam rausgehen, wenn dann Simon kommt. Sonst wird es gleich unbehaglich. Na, noch geht's. Er will doch noch ein bisschen spielen, ne? Keks hat richtig Lust. Nicht schon wieder Bällchen spielen. Ja, guck mal, lass mal den armen Keks jetzt. Du könntest aber noch mal eben ein bisschen irgendwie ein Leckerchen geben, streicheln, umarmen und dann kannst du dann gleich auf den Pott gehen. Bei denen dauert es noch ein bisschen. So, verwenden. Läuft gut, oder? Ja. Okay, schon mal ein bisschen vor. Romantikfestival ist auch. Ja, das freut Keks bestimmt, ja. Crowley ist immer gut. Genau. So, was ist jetzt mit dem Pöttchen hier? Sieht gut aus. Schon mal ein bisschen vor. So. Ja. Genau, Hayao einmal rausgehen. Fabian darf drinnen bleiben. Braucht ganz schön lange auf dem Pöttchen hier. Ach so, das reicht. Okay. Und die schlechte dreht sich einfach rum. Ja, warum nicht? So. Wenn dann alle mal fertig sind. Perfekt. Genau, Hände waschen. Kannst du eigentlich auch hier Hände waschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das geht nicht. So, guckst du meinem Händewaschen zu? Ja, genau. Ja, da lernst du auch noch ein bisschen was, ne? Nee, nee, wir gehen jetzt los. So, okay. Sonst brauchen sie ja noch länger. Gefühlt schon eine Viertelstunde hier im Haus gewesen. Aber gemalt hat er leider nicht. Aber das kriegt man bestimmt das ein oder andere Mal. So, platziert die Familie habe ich. Muss kurz überlegen. Ich glaube in Brindleton Bay. Hier oben. Die Familie Winter. Und da werden wir jetzt mal eben hinreisen. Niedliches Bild. Keks. Und ich bin mal gespannt, die Flitzebogen. Was sind da für Freundschaften oder vielleicht auch Feindschaften entstehen? Man weiß es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall die einzelnen Sims bzw. Tierchen vorstellen, damit ihr auch noch einen kleinen Überblick bekommt. Und dann lassen wir uns einfach mal, ja, berieseln, gucken mal. Können wir nicht alle zusammen dahin gehen? Da ist ja schon jemand. Da ist Ayun, das Kindchen der Familie.
Ayun ist, das muss ich kurz überlegen, Ayun ist neugierig. Guten Tag, guten Tag. Kannst du dich mit ihm unterhalten? Komm mal rein. Liebhaben, ja komm, mach mal Liebhaben. Dann haben wir hier Felix. Felix ist klug, freundlich und verspielt. Und dann haben wir noch Bingo gleich daneben sitzen. Bingo ist anhänglich, viel Fraß und redselig. Okay. Was ist da los? Wer ruft da an bei Simon? Saturo, schon gehört, das Malen von Bildern ist auf dem Romantikfestival jetzt total angesagt. Hast du Lust, das mal auszuprobieren? Oh Mensch, ja genau. Ah, das ist ärgerlich. Saturo, das muss ich mir merken. Das muss ich mir irgendwie notieren. Ansonsten muss ich das Video dann einfach nochmal Pause drücken. Saturo mit Bildchen malen auf jeden Fall sehr gerne. Aber gerade besuchen wir jetzt die Familie. Das tut mir ein bisschen leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Was macht Simon jetzt da? Simon ist mit Summer plaudern. Hast du da Essen gemacht? Tatsache. Simon, kannst du sie irgendwie aufheben? Inventar platzieren und dann gehen wir es mal nach oben. Du kannst hier auch mal klopfen. Boah, muss ich jetzt alleine klopfen oder kannst du hier nicht reingehen? Zusammen hier hingehen. So. Genau, du solltest ja eigentlich jetzt mal Ayun erstmal Hallo sagen, weil da war ich mal gespannt, wie Fabian und Ayun sich dann verstehen werden. Die beiden Tiere sitzen immer draußen. Und die Kinder so alleine an der Straße, ist auch nicht schlecht. Hallo! Sieht ja gut aus. Hast du dann von Bedürfi seine Geschichte erzählen? Freundlich vorstellen bei Bingo. Upsi. Guten Tag. Magst du mein Freund sein? Oh, wow. Ah, vielleicht doch? Ja. Sehr niedlich. Fabian hat soeben mit Bingo Bekanntschaft gemacht. Magst du Bällchen spielen? Oh, das freut mich schon mal. Die verstehen sich immer supi. Ich mag gerne Obst, Orangen. Ja, ich liebe sie auch. Die riechen immer so toll. Ah, und da hinten am Tanzen. So, wir müssen jetzt auch mal... Wir gehen mal zu... Ne, wir gehen nicht rein, wir müssen kurz beobachten, weil ich möchte ganz gerne schauen, was jetzt hier passiert. Liebhaben, oh. Vielleicht nochmal? Ach so, so ist besser, ja, okay. Was war das denn hier? Wilhapa, weil Hunger niedrig. Ah ja. So, wir gehen jetzt auch mal rein hier. Wir gehen alle mal... Achso, wir kommen alle raus. Na gut, dann gehen wir halt alle zusammen raus. Ja, genau. Toll, Simon, hast du es gemacht. Perfekt. Simon hat soeben mit Bingo Bekanntschaft gemacht. Naja. Schmeckt nicht so, oder was? Was war denn das? Da haben wir Paru Winter. Ich hab das schon kennengelernt. Sabini Jabit. Turb System. Shema Corbiff. Irgendwie den einfach. Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Fabian kann jetzt Spielsachen, Puppen und Stofftiere einen Namen geben. Ich glaube, Fabian müsste noch ein bisschen was essen, ne? Ja, uiuiui. Aber verstehen die schon supi, ne? Also, ja, Winter. Wir gehen jetzt mal reingucken, so. Über Paru. Paru ist super Vater und romantisch, familienbewusst und ordentlich. Und wir müssen jetzt mal eben gucken, dass wir ihm was zu essen geben. Tag verschönern, Kleinkind überprüfen. Können wir dir irgendwas zu essen geben? Sag mal. Essen aus dem Inventar geben, was hast du noch dabei? Verdoben. Ja, da geben wir mal das, dieses. Wir brauchen ein bisschen was zu essen. Kleinkinder draußen. So, dann haben wir hier Hayao sitzen mit Damon, müsste es glaube ich sein. Damon ist der Ehemann von Paru. Damon ist herausragender Maler, selbstsicher, kreativ und pro. Die haben sich irgendwie auch schon kennengelernt, ne? Du möchtest gerne eine Freundschaft schließen. Okay, das sieht nicht so ordentlich aus hier. Ein bisschen Musik, wir können mal ein bisschen leiser machen hier. Geht das? Lautstärke ändern? Niedrig so. Mal ein bisschen leiser. Und guck mal. Oh Gott, da draußen gibt es schon wieder Schimpfe. Hat er jetzt Essen bekommen? Ach, du hast sogar Essen dabei. Das nur alles verdorben ist. Hat
Simon ihnen jetzt kein Essen gegeben? Herbeirufen. Komm mal jetzt her hier. Alleine da draußen. Guck mal, hier ist doch was zu essen. Das ist doch das von... Okay, kannst du da was davon nehmen? Genau, na, probier das mal. Naja, aus hinten am Lesen. Simon am Tanzen. Wir wollten eigentlich ganz gerne noch die Familie ein bisschen näher kennenlernen. Hat sich alles ein bisschen auseinandergezogen. Wir gucken mal nach oben, ob da auch noch jemand ist. Ja, super, sind beide jetzt schlafen gegangen. Perfekt. Jetzt haben wir draußen Fabian so viel beobachtet. Wie geht's dir, Felix? Hast du schon irgendwie Bekanntschaften geschlossen mit Simon? Nee, nicht wirklich. Mit Hayao auch nicht. Und Fabian auch nicht wirklich. Dann könnt ihr eigentlich mal Hayao ein bisschen Hallo sagen. Sich mal vorsichtig vorstellen. Was ist mit Fabian? Isst du das jetzt? Wo gehst du denn hin, kleiner Mann? Achso, können wir hier aufs Sofa setzen. Und dann hoffentlich isst du da mal was, damit ein bisschen besser gelaunt bist du. Müde ist er auch noch. Kannst du vielleicht danach ein Schläfchen machen. Das war jetzt nicht das beste Essen, ne? Naja. Hayao hat soeben mit Felix Bekanntschaft geschlossen. Perfekt. So, jetzt könnte sich dann Simon vielleicht auch nochmal soeben vorstellen. Das wäre mal nicht schlecht. Verscheuchen, freundlich vorstellen. Und dann werden wir gucken, wo noch Felix ist. Wo ist Felix? Felix? Ich finde Felix nicht. Felix ist verschwunden. Kann natürlich sein, dass er irgendwie draußen rumläuft. Was ist denn? Ah, guck mal hier. Da haben wir Bimi Brown und Francesco Brown, die zusammen Gassi gehen. Simon hat mit Felix Bekanntschaft geschlossen. Ach, Bingo habe ich ja gesucht, nicht Felix, genau. So. Und bevor du noch müde bist, möchtest du ganz gerne auch nochmal eben kurz versuchen zu streicheln. Ja, genau, da muss er langsam mal schlafen, ne? Das stimmt schon. Fabian wurde zur Tagespflege. Hey, warum? Na toll. Warum wurde er denn zur Tagespflege geschickt? Bin ein bisschen verwirrt. Da oben sitzt Bingo. Ach, guck mal an. Vor sich vorstellen? Und ihr habt ja schon ein bisschen Bekanntschaft geschlossen. Vielleicht könntest du ja noch mal ein bisschen, noch ein bisschen streicheln so. Das wäre ja nicht schlecht. Nicht so? Hat so eben mit Bingo Bekanntschaft geschlossen? Okay. Und dann hoffen wir mal, dass irgendwie früher oder später, sollen wir die vielleicht noch mal wecken? Wir probieren es einfach noch mal aus. Ist ein bisschen verwinkelt hier, ne? Komm, wir gehen mal hoch. Und sagen einfach mal Hallo. Schlafen, Nickerchen machen, entspannen. Können wir nicht irgendwie wecken? Huch, nein, nicht das. Scheinen lustige Träume zu haben. Zusammen entspannen, Nickerchen machen? Warum kann ich die denn nicht wecken? Aufwecken. Genau, so aufwecken. Können nämlich einfach noch kurz ein bisschen hochgehen. Du kannst auch mal aufwecken. Einer von beiden wird es schon schaffen. Ihr habt da richtig Lust, ne? Ich weiß gar nicht, ob er ja auch eigentlich arbeiten muss. Oh, oh. In 7 Stunden. Ja, es geht noch, hat noch ein bisschen Zeit. Keks ist da unten reingekommen. Geht's nicht so supi? Was denn jetzt? Was ist denn da unten los? Oh Gott, macht jemand Schmutz? Ja, genau. Keks möchte gerne ein Geschäft verrichten. Aber das stinkt aber ganz schön hier. Was wir auf jeden Fall da auch noch machen müssten, wäre dann ein bisschen hier das Haus noch etwas verschönern, weil das ist, glaube ich, noch so eine kleine Mischung aus Standardeinrichtung und ja, ein bisschen so Fresschen reingesetzt, so Näpfe und die Zwerge und das war's, glaube ich. Level 2 der Tanzfähigkeit erreicht. Hayao kann jetzt mit anderen Sims über Tanztechniken reden und auf der Tanzfläche mit dem Pop, was? Mit dem Pop? Pump, Pop, Move, glänzen. So, ich glaube, bevor du hier ein bisschen tanzt, Simon macht sauber, dankeschön, sehr gut. Könntest du vielleicht mal das Katzenklo säubern? Ärgert mich ein bisschen, dass Fabian nicht mehr da ist. Keks? Keks, warte mal. Umarmen. Für euch brauchen wir ja noch Bettchen hier, ne? Ja, ja, das fällt mir gerade auch ein, ne? Wir sollten ja dann schlafen. Jetzt haben wir die beiden geweckt. Und die stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. So. Jetzt könnt ihr vielleicht mal über Interessen reden.
respektvoll vorstellen. Oder hat jemand geflucht? Wo gehst du denn lang? Hast du irgendwie einen komischen Weg gefunden? So, und dann nochmal respektvoll vorstellen. Und freundlich vorstellen. Bei Hochbike, bei Keks können wir ja, glaube ich, nichts machen, ne? Oder wird gespielt. So, jetzt aber ein bisschen Konversation geführt hier. Ich kann euch gleich mal ein bisschen kennenlernen hier. Und einen Witz erzählen. Ja, toll. Oh, Boogilagan. Du musst doch gerne einen Witz erzählen, ne? Insider-Witz. Schmollt ein bisschen Keks, oder was? Die sind alle doof. Keiner beachtet mich. Kam gut an, ne? Ja, kam richtig gut an. Dann kann mir ja noch einen Witz erzählen. Willst du über Comics machen? Oh Gott, Bingo ist eingeschlafen. Vielleicht mit jemand Kassi gehen? Die Idee wäre vielleicht auch, damit die sich hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen und auch dann ein bisschen Erinnerung behalten, einfach vielleicht so ein paar Fotos zu machen und die an die Wand zu hängen. Wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Das heißt, wir machen jetzt erstmal mit Damon. Wie war denn das? Irgendwie könnte man hier ein Foto machen, ne? Wenn ich es dann finde. Wo war denn das? Konnte man nicht irgendwo Bilder machen? Foto machen mit, genau. So, Damon. Uchi-Pichi, genau. Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Aber der Witz von Hayao kam nicht so gut an, ne? Er ist noch am Quatschen. So. Ja, schön hier. Ja, das sieht doch wieder niedlich aus hier. So. Mal ein Bildchen gemacht. Und dann werden wir aber noch, bevor du einschläfst, hier mit Paru noch ein bisschen reden, würde ich sagen. Freundlich vorstellen. Magst du mit ihm vielleicht auch noch ein Bild machen? Das wäre sehr nett. Würde mich freuen. Geht schon im Hintergrund. Heieiei, hier ist ja was los. Bedürfis, möchte gerne noch ein bisschen zocken möchte. Perfekt. So. Selbe Location. Und dann gehen wir jetzt eben rüber. Und reden. Noch mit Paru. Ja, genau. Ihr seid auch froh, wenn ihr dann schlafen könnt. Ne? Voll belagert hier. Und Hayao wird sich auch freuen, wenn er dann morgen bei Zeiten arbeiten muss. Huiuiui. Hat keiner gesehen. Geht nicht so gut. Er wird voll belagert hier, der arme Kerl. Aber wir werden jetzt noch schnell ein Bild machen und dann werden wir... Hoffentlich geht das jetzt mit Paru. Ja, das geht. Perfekt. Guck mal, er stellt das mal dahin, genau. Ich bin eigentlich müde. Ja, er ist auch müde. Ja, Leben am Limit hier bei mir. Tut mir leid. Kann man noch so ein Bildchen. Hoffentlich guckt er dann jetzt anders auf den Bild als... Ja, doch, sieht schon besser aus, ne? Oh, Angie, was Fotografie ist schrecklich. Hayao scheint sich nicht besonders gut zu amüsieren. Soll er die Präferenz, mag Fotografie nicht erhalten? Nö, das finde ich nicht. Dem sollen sie schon ordentlich fotografieren hier. Und das mögen. So. Perfekt. Dankeschön. Und dann wäre ich, glaube ich, schon mal, wenn das geht, würde ich Hayao schon mal nach Hause schicken. Simon räumt noch auf. Was hast du denn hier? Mit Familie ehrenamtlich tätig sein und Komödie im Fernsehen angucken. Ich möchte aber ganz gerne noch, dass du mit Paru noch wenigstens noch ein Foto machst. Und dann darfst du auch nach Hause gehen. Paru, so. Tschüss, Hayao. Können wir Keks nach Hause schicken? Wahrscheinlich nicht, ne? Herbeirufen. Keks ist auch froh, wenn er dann zu Hause ist. Und er lebt auch schon... gibt wahrscheinlich auch gleich aus dem Latschen. Ja. Ja, schön in diesem Hintergrund mit dem Stinketeller? Hallo? Das hat aber nicht so funktioniert. Können wir das Ganze vielleicht nochmal machen? Ja, gleich. Warte, noch kurz Pause gedrückt, bevor du mir jetzt hier wegrennst. Foto machen mit. Paru. Ja, alles nicht so einfach hier. So, nochmal. Ja gut, ich glaube...
Was sind das? Oh, schade. Okay, dann machen wir das halt so. backt einfach mal die komplette Küche weg. Ich glaube, hier hat es mal gebrannt. Das hat man noch unter, auf dem Boden gesehen. So, wir gehen jetzt nach Hause. Wir verabschieden uns. Vielen Dank für die nette Gastfreundschaft. Die sind auch froh, wenn sie jetzt schlafen können. Und unsere beiden und Keks wahrscheinlich auch. Gehen wir schnell nach Hause. War länger als gedacht, irgendwie. Aber ich merke immer wieder, es ist sehr schwierig, wenn man mehrere Tierchen hat und man versucht, neue Sims noch vorzustellen. Hat ja noch nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, wir werden das beim nächsten Mal dann einfach so machen. Wir haben sie jetzt, haben wir sie kurz vorgestellt, haben jetzt Fotos gemacht. Mir regnet schon wieder, ja, du kannst jetzt ins Bettchen gehen. Warum bist du denn eigentlich noch wach? Nee, das ist das falsche Bett. Geh mal Schläfchen machen hier. Genau, um den Gedanken noch mal zu Ende zu bringen. Wir werden es beim nächsten Mal so machen. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass man dann sich noch mehr kennenlernt. Dass man dann, man kann ja auch dann, wie war das irgendwie hier, man so eine Kartei öffnen. Wie war das denn? Sim-Profil öffnen. Genau hier dieses, dass wir dann ein bisschen besser drauf eingehen. Weil hier sieht man ja noch über Paro Braun bekannter, weder Freund noch Feind. Einfach eine ganz normale Beziehung. Und dass der Ehegatte halt Damon ist und beide junge Erwachsene sind. Aber ich möchte ganz gerne, dass man dann halt so noch eine etwas größere Beziehung aufbaut, damit die das Sim-Profil mit denen dann auch ein bisschen da weiter ausgebaut wird. Und da einfach eine schöne Freundschaft entsteht. Da würde ich mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen. Ah, mein Sohn ist gerade online gekommen. Hallo, perfekt zum Ende der Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Denn ich glaube, wenn ich jetzt einlade, beziehungsweise sie alle ihre Bedürfnisse erfüllen und Schläfchen machen, wird es dann den Zeitrahmen sprengen. Das ist auf jeden Fall der Plan fürs nächste Mal. Dann werden wir die Familie Winter hier nochmal einladen und ich versuche dann noch ein bisschen detaillierter drauf einzugehen und hoffe, dass das alles soweit funktioniert. Fabian legt sich auch von alleine schlafen. Das ist sehr schön, freut mich. Und ja, ich hoffe, euch hat, auch wenn dieser kleine Einblick ein bisschen chaotisch leider gewesen ist, gefallen. Er muss eine Stunde zur Arbeit. Donnerkrollen im Hintergrund. Hei, hei, hei. Nein, das war nicht Fabians Stimmung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Abend. Je nachdem, wie ihr schaut. Und sag bis zum nächsten Mal. Haut rein.